Gut. Ja. Die Seite müssten wir ja. Feiern. Ich finde auch gut bei dem Spiel, eigentlich jeder kleinere Kampf ist immer eigentlich eine dezente Herausforderung. So einfach durchmarschieren, das ist hier auch nirgendwo wirklich. Hilfe! Hau nur nicht sie um jetzt. Sehr gut. Aber da unten haben wir das doch weg, oder nicht? Hier ist doch jetzt alles frei. Ich habe auch noch keine Kisten oder so mal gefunden, ne? Soll mich das jetzt beeindrucken? Mhm. Aber echt viele Erze, das ist echt top. Super. Können wir alles schön umtauschen. Und Rüstung, Gegenstände und Waffen, ne? Jetzt sehen wir da auch. Ob das wohl so ist, dass je nachdem, was für ein Erz man einen abgibt, auch bessere Items entstehen können? Wahrscheinlich, ne? Ganz nett, aber unnütz. Da ist doch eine Truhe. Was war? Hatten wir die schon mal geöffnet? Nö. Wem soll das denn nützen? Speer könnt ihr nutzen. Bin ich mir aber. Ah, weiß ich nicht genau. Ach, ganz ich kann nett, auch nicht alles. Aber unnütz. Ich kann auch nicht alles. Ich kann schon viel, Alter. Aber nicht alles. So ein Feuerball. Kenn ich nicht. Kennt sie nicht. Kennt er aber kann unnütz verkauft werden. Ja, das habe ich schon alles, meine ich. Und denk mal noch so eine Gruppe, dann legen wir uns da mal das Ohr. Also dann campen wir hier. Würde ich mal behaupten. Aber eigentlich waren wir da doch schon. Könnten natürlich nochmal dahin oder das von der Brücke machen. Ich mach das von der Brücke. Das weiß man nicht. Sonst kommen sie immer so runtergebacken von den Bergen oder so. Das ist immer nervig. Was schön in der Gerade auf der Brücke, dann sollten wir die eigentlich gut hinbekommen. Aber eigentlich kann es auch eigentlich in die Hose gehen, ne? Hier können auch immer noch mal gut Truhen versteckt sein. Aber sieht aber nicht so aus. Von da kommen wir ja. Richtig. Da haben wir auch schon alles erledigt. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Ad-Gruppen da im Süden wegmachen. Und dann haben wir die Map eigentlich auch fertig, ne? Ah, das müssen wir noch und das Gebiet müssen wir noch. Kann noch ein gutes Stück dauern. Welchen Tag haben wir? Dienstag. Es war noch nicht einmal Sonntag, wenn ich raufgeguckt habe. Zufälligerweise. Ich musste immerhin schlafen auf Sonntag. Gut, hier ist ein guter Safe-Spot. Hier speichern wir auf jeden Fall auch. Jetzt machen wir Stück für Stück die ganzen Ad-Gruppen weg. Wird bestimmt ein bisschen dauern. Aber wenn wir das weg haben, können wir uns hier frei bewegen. Ja.
blöder Geist. Erst den Lauten machen, ne? Dann nehme ich doch wieder zurück. Kriegen wir von hier den abgeschossen? Ja. Sehr schön. Da müssen wir auch alles rauffeuern, was wir haben. Das nützt nichts. Ich kann mir vorstellen, dass wir den nicht schaffen. Der wird schwer. Könnte natürlich jetzt einen Zauberstab anlegen, aber den würde ich echt für die Arena aufbewahren. Oh, hallo. Da ist er. Da unten sind da auch locker wieder welche. Das hört man doch. Ja, da ist auch noch ordentlich was los. Bauen wir die Party ab. Ab geht der Peter. Das ist noch wie sonst was da unten auf die Mauern hauen. Mit den ganzen Fähigkeiten. Aber denen geht auch nie die Mana aus, so gefühlt, ne? Wo haben wir denn den? Oh, da haben wir doch gar nicht abgezogen. Naja, da übernachten wir nochmal. Und machen das voll gebufft, das Ganze. Das ist wesentlich besser. Machen wir mit ihr, waffen wir uns jetzt voll. Segen geben wir ihr, geben wir allen. Und Heldentum. Boah, der verfolgt uns dann noch bis hierhin. Hat er immer noch das Leben von vorhin? Ja. Komm schon. Muss doch down gekommen sein. Soll mich das jetzt. Ey, der ist echt schwer. Davon zwei niemals. Vor allem, der kann ja ruhig viel Leben haben, meinetwegen. Aber der kann doch auch mal nun mal runtergehen, oder nicht? Oder ist der gegen irgendwas immun? Soll mich das jetzt beeindrucken? Das war jetzt scheiße. Das war jetzt nicht so gut. Ich will jetzt auch nicht meine ganzen Äpfel hier wegsübbeln. Axt mitnehmen. Auch gut. Und weglaufen, aber Hauptsache noch alles mitnehmen auf dem Weg. Auch. Da kann ich jetzt aber beliebig weit laufen. Wird grün. Und hier können wir ihn gut bekämpfen. Das ist schön offenes Gelände. Und ihr geben wir jetzt eine andere Fähigkeit, nämlich Nervenschock. Aus dem Grund, weil das einfach weniger Mana kostet. Aber das andere wäre wiederum, da macht's. Ah, ist nur die Erholungszeit, nicht der Schaden, der hochgeht. Ich hätte jetzt mir eigentlich erhofft, den auf einer Kran zu erwischen. Wie weit kommen wir hier? Nicht beliebig weit auf jeden Fall. Da aber auch nicht. Denn wir kämpfen erstmal hier jetzt auf der Strecke. Da hinten ist er. Und nur mit Pfeilen. Jetzt keine Mana brauchen bei dem. Weil wir ihn schön hier auf der Fläche haben. Nicht treffen, darf uns nicht treffen. Aber magisches Auge machen wir, damit wir circa wissen, wo er ist. Er ist nämlich jetzt noch relativ nah bei uns. Und wieder plündern auf dem Weg. Wichtig ist es.
Und dann können wir ihn jetzt nämlich von hier so beschießen, dass wir immer einen Schritt zurückgehen, schießen, zurückgehen. Und ihn einfach auch nicht treffen. Kann das sein, dass der immun ist gegen Pfeile? Dass der nur mit Zauber machbar ist? Ist zwar nur ein Kratzer, aber können... Nur ein Kratzer. Ich glaube schon, dass der nur mit Zauber machbar ist, ne? Na gut, dann kriegt er jetzt voll die Zauber reingeknattert. Da bin ich ja nicht so, ne? Wenn er die Zauber haben will, dann kriegt er auch die Zauber, ne? Okay, wieder bis zum Ende. Wischen können wir noch. Ich finde den aber ein bisschen zu doll für das Gelände, weil die anderen sind ja alle recht easy machbar. Nur der ist dann wieder... fällt so aus der Reihe raus, ne? Heldentum können wir uns auf jeden Fall nochmal geben. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Nur ein Katze. Ach, das ist doch viel zu krass. Aber ich würde sagen, Pfeile treffen ihn nicht. Ich würde auch sagen, dass wir hier jetzt ihre Aufladung nutzen für den Stab. Das kriegen wir nämlich weg. Au! Das kriegen wir ihn ja definitiv nicht weg. Ist aber schon mindestens mal rot jetzt. Hier noch gar kein Leben verloren. Auch nicht schlecht. Er hat jetzt aber auch gleich keine Mana mehr. Da haben wir nur noch... eigentlich sie mit dem Zauberstab. Ne? Kann man im Kampf den Zustand gar nicht... schauen. Das ist natürlich scheiße. So, jetzt müssen wir wieder, müssen uns wieder hinlegen. Das nützt nichts. Jetzt grün. Da, jetzt ist grün. Können wir rasten. Hier die Basscords alle machen. Segen. Kann ich sie jetzt nicht aktivieren? Gelähmt! Gelähmt! Scheiße! Er hat die gelähmt. Und Lähmung kann ich noch nicht aufheben. Furcht verjagen, Nervenschock. Kann ich mir einen Lähmungstrank herstellen? Auch nicht, weil der ja gelähmt ist. Och nein! Ah, da muss ich jetzt... Ich muss jetzt hoch ins Zwergenfell. Es nützt nichts. Oder? Machen wir das nochmal? Nee, komm. Machen wir nochmal. Ich habe keinen Bock, da jetzt die Lähmung und alles zu holen. Waffen muss nämlich jetzt hier schon voll. Machen alles rein. Segen machen wir rein. Leben machen wir rein, wenn der nichts bringt. Heldentum machen wir rein. Ihr ein magisches Auge machen wir rein. Und sie kriegt jetzt schon den Stab. Und jetzt soll er nämlich erstmal zeigen, was er kann.
Wird erstmal noch der Geist kommen, ne? Richtig? Richtig. Oh nein, da darf natürlich nicht der andere rauf. So ist es besser. Dann den noch. Geisterresistenz bringt uns aber eigentlich auch nichts. Irgendwann geht der Zaun auch noch auf den Sack, ne? Komm. Kriegt er nicht von da? Ich glaub es nicht. Aber von da. So, jetzt hat er noch volles Leben. Jetzt gucken wir erstmal, ob das mit den Pfeilen überhaupt geht. Ob er damit schießen, treffen könnte. Nein. Fügen ihm keinen Schaden zu. So kurz mal Niese wegmachen. Oh. Die haben mich aber wach gemacht jetzt. Steht aber auch ein ganz schöner Feuerball bei, ne? Boah, der haut ihn aber jetzt auch gut weg. Ein bisschen weiter zurückgehen, bis hierhin circa. Und jetzt soll er nur kommen. Da. Jetzt hauen wir nämlich alle Zauber direkt drauf. Und damit schafft man den nämlich auch recht fix. Müssen wir den Zauberstab damit aufbrauchen, ist ja nun mal so. Jetzt noch drei Aufladungen nur noch. Scheiße. Was kam da noch hinterher? Nicht der andere Rote, oder? Ach, da ist er. Da kommt er hoch. Aber den können wir ja zumindestens mit Pfeilen abschießen. Ah ja, toll. Den haben wir ja schon sogar schon fast weg. Aber wahrscheinlich kriegen wir den auch nicht mit Pfeilen runter. Und das finde ich echt nicht so nice. Doch. Der hat getroffen. Sehr, sehr gut. Irgendwas ist auch schon bei mir. Ein grüner. Au! Und schnell um. Hau ihn schnell um. Au! Wo der andere da ist. Bevor der andere da ist, war doch echt gut. Das tut echt weh! War das schon alles? Fand er uns ganz gut zugesetzt, junge Dame. Und der sieht doch gelähmt aus. Zustand schwach. Schwäche können wir aber heilen. Schwäche können wir, glaube ich, heilen schon. Schwäche können wir doch schon heilen. Fackellicht, Feuerstrahl. Wiederfall, magisches Auge. Heilen, verletzen, Schwäche heilen, siehst du? Wasserresistenz permanent. Na toll. Aber können wir natürlich auf alle. Gut gebrochen. Komm
man ja auch nicht immer direkt gleich essen, ne? Er hat jetzt aber auch ganz viele Erze. Die wollte ich doch alle ihr geben, eigentlich. Bap, 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 bap. Kriegst auch du, 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 kriegst auch du. Davon brauche ich nur 3. Zielen finden wir auch eigentlich recht viel, ne? Komm, dann. Ich weiß nicht, wie viel ist denn das wert? 10. Ist schon 10 wert. Kommen die aber alle weg. Die hau ich. Ah, aber nicht zu ihr. Alle später. Pilz. Mondstein. Ach, ich kann auch nicht alles. Ach, ich kann auch nicht alles. Sonst kann ich aber alles. Das ist auch eine Tante, ne? So ist es erstmal aufgeräumt. Dann müssen aber auch ganz halt alle die Dinger zu ihr. Da machen wir das, die Reihe noch voll. Kann da noch ein grüner hin. Man weiß ja nie, ob ich den brauche. Die Tränke. Ist das ein Lehrer? Nee. Auch mal zu ihr Elfenpilz. Kann man bestimmt noch mal gebrauchen. Aufverkaufen, aufverkaufen. Ist auch 500 wert, ein Elfenpilz? Oha! Alter. Erwachen ist immer noch Wasser, ne? So, hier vorne soll noch irgendwo einer rumtümpeln. Da unten. Unten ist uns erstmal recht egal. Können wir ganz in Ruhe hier die Truhe aufmachen. Ganz nett. Wem soll das denn nützen? Vor allen Dingen auch große Haufen. 10.000. Dann können wir uns den Einzauber hier holen, den Gruppenheal. Rüstung. Auch weg. Kiste mit Pfeilspitzen. Ich habe immer noch Kiste mit Pfeilspitzen. Ich dachte, ich habe die verkauft. Das habe ich noch nicht gemacht. Scheiße. Stimmt. Ich doch einmal das mit dem Speichern verdattelt hatte. Hab ich ja schon. Okay. Dann machen wir jetzt die Insel hier. Oder den Part. Ich will heute noch an sich, dass wir die Insel komplett erkundet haben. Und Katze. Dau. Aber jeder von denen ist halt wirklich echt schwer.
Na komm. Das schaffst du doch wohl. Sehr nice. Guck mal, ich kann auch von hier die Geister angreifen. Aber die meisten Pfeile... Da ist der rote wieder, scheiße, den muss ich einzeln. Sonst wird das hier nämlich nichts. Verfolgen die uns noch? Ja, das ist jetzt ungünstig und da ist noch ein roter. Dann machen wir hier erst später weiter. One-Hit-Einschlag. Komplett runtergehauen. Alter, das ist krass. Das Ding ist, wir waren halt auch lange nicht mehr beim Ausbilder, ne? Ja, eigentlich erstmal die Arena dann alles haben, immer mal vor. Könnten die da unten eigentlich nochmal machen? Sollten wir schaffen. Die da unten sollten wir schaffen. Komm doch hinter dem Baum da hervor. Du Eumel, du. Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll mich das jetzt beeindrucken? Hä? Warum kriegt er den jetzt nicht? Au! Jetzt krieg ich aber auch grad gar nichts hin, ne? Natürlich ist er weg. Dein Inventar nicht. Dein Inventar brauche ich. Bitte das. Das war doof. Das war doof. Das war nicht richtig. Oder wir gehen ganz kurz gucken, ob wir irgendwo schlafen können. Ob das auch langt. Wenn wir hier einen gezielten Sprung rüber machen, könnte das schon gut hinkommen. So gut, dann können wir hier nämlich pennen. Speichern. Wieder rüber. Oh, ich dachte, es langt nicht, der Sprung, ne? Au! Ich hab doch gestoppt. Boah. Machen wir von hier. Es langt nicht, Mann. Jetzt von hier müsste ich die doch aber gut. Ich will sie da oben an und er schießt. Hä, was ist das denn? Da wo ich nicht hingucke, da schießt er hin oder was? Soll mich das jetzt beeindrucken? Ich krieg den von da nicht. Den aber auch nicht. Manchmal steht man aber auch immer genau so, dass man wirklich keinen trifft, ne? Soll mich das jetzt beeindrucken? Denn doch noch ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Heilen hier, da unten heilen. Gut.
Na, der läuft ja schon vor Furcht weg, ja. Der auch? Nein, schade. Ob ich die noch alle weg habe? Au! 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 Ja, er trifft immer nur den einen. Nur ein Katze. Er trifft nur den einen. Ist das nervig. Au! Oh, wieder. Ich finde, hier ist auch gerade eine echt schwere Stelle. Aber du kannst nicht nah ran. Und von der rechten... Soll mich das jetzt beeindrucken? Und von der rechten Seite kommen auch welche. Und alle beballern dich. Langt noch nicht von der Entfernung her. Jetzt habe ich wieder zwei im Target. Krieg ihn nicht, ich krieg ihn noch nicht. Baum, Baum, Baum. Gut, jetzt ist er aber auch gleich weg. Auch gut. Schade, dass die Gargoyles so die roten so schwer sind. Würde ich halt auch gerne noch schaffen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Nur er kriegt das ab, eigentlich. Ja. Wenn ihr jetzt kein Ziel mehr habt, dann geht das nicht mehr, ne? Au. Jetzt treff den einen doch, du musst noch einen Treffer machen. Hallo. Au. Kannst du jetzt mal aus dem Stopp rausgehen? Dankeschön. Man trifft ihn jetzt schon wieder nicht. Und mittlerweile haben sich alle um mich herum versammelt. Ja, alleine da oben der Verschanzen. Das ist doch... Von hier kriegst du auch keinen. Kriegst hier von keinen. Vor allem sind die da mittlerweile jetzt schon wieder oben auf dem Berg drauf. Den einen, der jetzt halb rot war, wo ist der? Da. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, hey, jetzt hier. Ja. Es ist schon wieder rot. Er down. Der nächste. Au! Da hinten ist der, der. Ach ja, dann treffen die zweitschlechteste an, alles klar. Ne, da hinten treffe ich nicht. Nö. Da ist nichts zu machen, den kannst du nicht mehr treffen, ohne die anderen alle wegzumachen. Jetzt gehen wir hier noch einmal um die Insel rum. Gucken, was auf der anderen Seite, ob da noch welche sind. Ich glaube aber nicht. Dann kommen wir nämlich aus dem Hinterhalt, damit rechnen sie nicht. Und dann gewinnen wir das Ding. Dann gewinnen wir das Ding. Ist hier jetzt der Rote? Das ist doch Mann. Ich stehe jetzt im Zwerg rein. Kommt Bock mehr auf die ganzen Spinner hier. Ist da nur ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Das läuft auch gerade gar nichts, ne? Denke ich, stream jetzt auch nicht mehr allzu lange.
langsam ist man dann doch irgendwie kopftot, ne? Wohin ja schon 3 oder 4 Stunden gestreamt. Da muss ich zwischendurch nochmal eine Runde WoW spielen. Müssen ist auch immer gut. Und dann habe ich ja 22 Uhr, dann halb 10, ne? Ist jetzt auch nochmal gestreamt. Doch anstrengender als nur zu datteln. So für sich. Jetzt gehen wieder alle Schüsse in den Berg rein. Soll mich das jetzt beeindrucken? Das kann nicht sein. Das ist gut. Da kommt doch locker der Rote, oder nicht? Jetzt versteckt sich da direkt hinter diesem Pfahl. Soll mich das jetzt sind doch immer Zufälle, die dann irgendwie war das schon alle auf einmal kommen. Das ist der Rote wieder. Wie oft ist der jetzt schon gestorben? Nun, Katze. Nun, Katze. Moin, Meister. Macht keinen Ärger. Ich? Niemals. Das war eine Falle auf jeden Fall. Aber hast nichts abgezogen, alles gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist. Nur die Nein, das ist gar nicht schlau. Das ist nur ein Kratzer? Aber komm. Au! Beim nächsten Wirtshaus setzen wir es hin, oder? Rote Zwergenmine. Bakada, da hat uns das Land, in dem wir die roten Zwergenminen anlegten, vor einigen Jahren als Lehen überlassen. Das ging so lange gut, bis die Medusen kamen und unser Volk die Minen streitig gemacht haben. Nur die Götter wissen, was für Schrecken dort nun lauern. Die Minen waren im Nordosten Bakadas. Müssen wir bestimmt auch noch befreien. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Die haben zu. Die haben zu. Schlage ich nochmal eine Runde. Sucht ihr etwas? Ja. Und zwar, hier kann... Ach, das ist der das ist ja auch der Laden für... Sag schnell, für Waffen. Schuhe kann auch jemand tragen. Könntest du dir eigentlich mal gönnen? Oder sie, ne? Lieber sie. Du hast ja schon welche, ne? Ja. Die Axt, ich werde auch eine bessere finden. Recht sicher sogar. Platte. Komm, das lernen wir jetzt. Kostet 3500. Aber ich sag dir, dass wir die demnächst finden werden. Wenn wir die jetzt kaufen. Ich kauf die nicht.
bald. Bis bald, Stensky. Kommt, sucht ihr etwas? Danke für euren Besuch. Hier ist die Bank. Da ist das Wirtshaus. Was kann ich euch bringen? Auch kein besonderer drinne. Was ist hier? Nur die Rammschladen. Coole Animation, sowas mag ich halt, ne? Elfenpilz, den dürfen wir nicht verkaufen. Hallo, wie geht's euch? Mahlzeit. Du redest doch nicht mit mir. Die Kappe. Auch nochmal er hier. Du bist doch schon Reparier-Experte, ne? Ja. Hier fehlt jetzt nur noch Schwert. Da ist ein schönes Fass, das ist orange. Das war... Ich gesch... Reaktion. Intelligenz, aber kann er gebrauchen, alles gut. Gucken wir später. Platte. Wenn wir eine Platte haben direkt, ne, dann blende ich den hoch. Aber vor nicht. Was war das für ein Auftrag? Ja, gucken wir dann, wenn wir den machen wollen. Muss eh gleich erstmal schauen oder demnächst schauen, welche Aufgabe wir als nächstes machen. Willkommen in der Erdgilde. Stein zu Fleisch. Der Zauber hebt die Versteinerung eines Charakters. Ah, okay. Klinge, bis Klinge schleudert. Eine sich drehende, sehr scharfe Klinge gegen ein einzelnes Ziel und verursacht 100 Punkte Schaden. Ist nicht schlecht. Erlaubt den Zauberern Gegenstände auf Entfernung zu manipulieren. Neben anderen Möglichkeiten können so Türen und Kisten geöffnet, der Schalter betätigt und Gegenstände aufgenommen werden. Schön weit weg von einem unangenehmen Fallen. Kann ich nicht mit Telekinese Fallen öffnen? Das wäre interessant, wenn ihr das wisst. Sag mir das bitte auf irgendeine Art und Weise später irgendwann. Der ist richtig stark, der Zauber. Der Zauber ist richtig stark gewesen, der letzte. Der macht einen Steinhagel auf alle runter. Was geht hier? So offen in der Falle, die ich nicht schaffe. Oh, Katze! Ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Nur die Ruhe. Ey, das ist so scheiße, wirklich. Ey, kommt schon, lass mich hier durch. Rettung der Zwerge. So, da die neuen Herren von Hamundal stellen sich vor, beeindruckend. Beeindruckt mich nicht. Ich bezweifle eh, dass die anderen Könige viel von euch halten. Ihr bleibt wahrscheinlich euch nicht lange am Leben, aber vielleicht steckt doch mehr in euch, als es den Anschein hat. Ja, vielleicht könnt ihr etwas für mich tun, genauso wie ich für euch. Medusen sind in meinen Minen. Im östlichen Barkade eingefallen. Haben einige meiner Männer zu Stein verwandelt. Sind ziemlich gefährliche Monster. Ich will kein Leben mehr bei einer Rettungsaktion aufs Spiel setzen. Bei euch wäre das aber nicht so schlimm. Danke, Mann. Bist jetzt schon mein bester Kumpel. Nehmt dieses Elixier und beteufelt die Statuen damit.
weckt sie auf. Dann lasse ich euer Schloss reparieren und euch respektieren. Geht jetzt und hütet euch vor den Greifen in Bakada. Alles klar. Das ist doch kein Problem. Mogen wir das Mogen? Alter. Was schlunzt ihr mich denn jetzt so an? Wie weit bist du mit deinem Schrott? Komm, noch gar nichts, ne? Nö. Brauche ich auch nicht wirklich. Wird wohl selten im Nahkampf unterwegs sein. Blaue Flüssigkeit ist Charisma. Axtmeister. Speermeister, Geisterhaus. Das Geisterhaus müssen wir auch nochmal. Die Statuen. Jetzt nichts. Was ist hier hinter? Wie kann ich euch helfen? Was ist der Tempel? Passt auf euch auf! Wie viel würde das kosten? Wie kann ich euch helfen? 240, passt auf euch auf! Damit geht's runter. Da ist also. Geheimgang gefunden. Geheimgang gefunden. Halt! Besucher sind in diesem Teil von Steinstadt nicht erlaubt. Wenn der König Hoffmanns Thronsaal sucht, der liegt östlich von hier. Alles klar. Ciao, ciao. Haben wir hier jetzt eigentlich auch alles entdeckt, würde ich sagen. Nee, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Mahlzeit. Koch und Münzner. Sei gegrüßt. 10% Bonus nämlich nur. Ich schreie euch an, Amanakoide. Hau ab! Nur die Ruhe, ich mache das. Ha. Da hätte ich wohl mal lieber mit dem Annahmen das öffnen sollen. Müssen wir hier nochmal rein. Müssen wir den Retter der Zwerge nochmal sagen. Rüberspringen. Wir hier die. Hatten wir. Nee, siehst du? Das war's, Charisma müssen wir noch mitnehmen. Was sagst du denn über das Geisterhaus? Anscheinend gibt es in der Nähe des. Jedes freien Friedhofs und jeder verschollenen Begräbstätte ein Geisterhaus. Und unseres ist da auch keine Ausnahme. In der Nähe eines Hügels im Nordwesten steht ein altes Landhaus. Mist. Ziemlich, ja sicher, jetzt spuckt es da. Digga, es spuckt hier auf der ganzen Insel, weil, wenn dir das noch nicht aufgefallen ist. Ihr habt jetzt nicht so die beste Gegend, ganz ehrlich gesagt. Hier kann man bestimmt noch guten Haus für einen guten Preis erwerben. Nur die Ruhe. Schafft sie halt auch nicht. Schafft das nicht. Sie ist auch nix. Mahlzeit. Moin. Nicht laden. Aber die Fallen wird sie wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich hab mir einen Nagel ab.
Doch nichts drin, immer. Nur manchmal. Aber das machen wir dann irgendwann, wenn wir da durchkommen. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Arsch, ey. Der von meinem Ruf und nicht runter? Nö. Hier waren wir auch noch nicht. Werden aber die Fallen auch nicht schaffen können. Einige Fässer. Violett, das war denn Reaktion. Ist jetzt du auch gekommen? Rotes Fass. Müsste Stärke sein. Armanakheude. Gelbes Fass. Was ist gelb? Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Okay. Weiß auch nicht, warum ich da manchmal drauf komme. Was sitzt du? Geschick. Gelb ist Geschick. Musst du die noch erstmal bekommen. Warum sind hier jetzt 800 Leute wirklich? Violett ist Intelligenz. Ist immer noch Reaktion, ist aber auch richtig. Reaktion könnte. Muss er behalten. Hau doch mal ab! Hau ab! Hinten waren wir ja auch. Haben wir hier jetzt auch alles und müssen uns merken, dass wir hier noch ordentlich Truhen zum Öffnen haben. Und die einfach noch nicht aufbekommen. Sucht ihr etwas? Ja, reich, aber geizig. Das sind die besten Rüstungen! Bis bald! Kommt wieder! Dann mal kurz überlegen, was wir für morgen machen. Arznok Schnitter, Meister am Dolch, lebt. Ach so, das sind nur die Infos. Alles gut. Tötet Vomdrax den Herzlosen in seiner Höhle in Tartaglia und sprecht dann mit Sir Charles Quicksquatzte. Was ist das für ein Name, Alter? Findet den verschollenen Ort der Meditation in den Zwergen. Ah, Zwergenhügelgräbern. Löst die Geheimnisse, wie man den Feenhügel in Efflip treten kann und sprecht mit dem Feenkönig. Das hab ich schon mal geschafft, tatsächlich. Aber ich weiß nicht mehr wie. Rette die Zwerge aus den roten Zwergenminen und kehrt dann zum Zwergenkönig in Steinstadt im Tal der Hügelgräber zurück. Okay. Noch welche? Da. Zwei Seiten. Holt die Laterne des heiligen Lichts aus den Hügelgräbern und bringt sie da Windherrn in Harmondale zurück. Bringt die versiegelten Brief für den Sammler Norbertons zu Lord Makan in seine Villa in Detalia. Bringt den versiegelten Brief zu Feenkönig in der Halle unter den Bergen in Avley. Tötet alle Troglodyten unter der Steinstadt und kehrt dann zu Sparklord Flamme in Steinstadt zurück. Ah, okay. Dem ist. Tötet? Okay. Findet die drei Statuen und stellt sie auf die Schreine in der Bacala-Wüste in Talia und in Evli und kehrt dann zu Tom Lumbra im Lulanischen Forst zurück.